Ich stehe hier und bin jetzt gespannt, ganz nervenkitzelig. Ich werde nämlich konsumieren, wer oben dran steht. Hier oben, damit der Aldi nicht wieder klug scheißen muss. Ich weiß, dass das da oben dran stand. Ich weiß auch, dass ich ein Thumbnail gemacht habe. Weiß ich. Glaub's mir. Ich bin zwar alt, aber nicht so alt. Also ich kapiere das schon. Jedenfalls, heute wird Gefanpost konsumiert. Und zwar ganz theoretisch gefährliche Sache für Leute, die wie ich ganz viele Kronen im Mund haben. Nämlich das hier. Ne, das wird jetzt ein komischer Thumbnail, weil wir kennen mal da was. Das ist das Nougat, Passion-Nougat, Passions-Nougat, das mir der Tokio geschickt hat. Das ist weich und klebrig. Es ist nicht aus dem Kühlschrank, ich habe es nicht in den Kühlschrank getan, weil ich mir gedacht habe, klebrig, weich und hart zum Beißen, das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Das sagen wir auch so, das kommt jetzt aus einem Speicher, wo es nicht gerade warm ist, aber auch nicht eiskalt. Also das hier ist spürbar, drückbar, wie man, naja, sieht man hier schlecht, aber es ist knetbar. Also es ist Nougat Passion von Curanta, 100 Gramm, Soft Nougat mit Strawberries, also mit Erdbeeren, wie man hier sehen kann. Erdbeeren, das finde ich auch kurios, so getrocknete Erdbeeren, das erinnert mich an dieses Astronautenfutter, wo ich mal vor langer Zeit probiert habe. Also getrocknete Erdbeeren, finde ich, sehen jetzt nicht so sexy aus. Man kann sie schon essen, aber eigentlich brauchen Erdbeeren, um zu funktionieren. Oh, das sind Nüsse auch noch drin. Gefährlich. Die brauchen da eigentlich schon Feuchtigkeit, aber mein Gott. Also, glutenfrei, ja, von mir aus. Was steht hier noch so alles drauf? Weicher Nougat mit Erdbeerzubereitung. Zucker, Erdbeermasse 15%. Ja, Masse, sieht man schon, aber eher echte Erdbeeren. Okay. Zucker, Sonnenblumenöl, Magermilchpulver, Erdbeeren 18,5%. Molkepulver, Laktose, Kakao, Butter, Säureregulator und so weiter. Mandeln, Haselnüsse, okay. Eiklar, okay. Was steht denn hier noch Schönes? Mindestens haltbar bis. Die untere Seite. Bis 2023. Also die würden lang genug halten. Also Kalorien. 100 Gramm, 455 Kalorien. Ja, das geht ordentlich. Nein. Aus Italien kommt das. Na, dann schauen wir mal. Also gut, wird spannend. Also, dann schauen wir mal. Wie zieht man das ab? Kann man das abziehen? Das ist also schon alleine, das wird jetzt eine Intelligenztest. Ah, da. Ey, das ist mal echt ordentlich verpappt. Das kann man gar nicht so ohne weiteres abziehen. Wie es aussieht. Das muss man eigentlich schneiden. Das ist gefährlich, dann reiße ich mal wieder ins Fleisch rein. Das muss ja, oder? Bis wohin geht denn dieser? Jetzt wird es echt spannend. Ist hier irgendwo eine Kante, in die man reinkommen kann, wo man es aufziehen kann? Ja. Oh. Ah. Aha. Es geht also doch. Okay. Mit ein bisschen Geduld und Übung. Ups. Und da ist es gerissen. Na gut, das da oben wird es dann schon auch aufgehen. Ah. Mit ein bisschen Gewalt geht es dann doch schon auch. Also gut. Dann schauen wir mal. Nehmen wir das mal raus. Wie gesagt, das ist die Abbildung. So. Sieht eine echte Erdbeere aus. So nicht. Hier die Rückseite sieht aus weiß. Weich, milchig. Ein bisschen stabiler. Ja? Also wenn man hier sieht, ich kann die Kanten eindrücken. Hier hat es jetzt eine Delle. Sieht man es? Delle. Gut, dann schauen wir mal. Also ich werde jetzt nicht den ganzen Riegel auf einmal verspeisen. Völlig wahnsinnig. Ja, ich weiß. Aber interessant ist auch, dass die Erdbeeren sich irgendwie recht weit unten einfinden. Die Nüsse sind ein bisschen, wie es ausschaut, ein bisschen mehr verteilt. Die Erdbeeren sind eher bodenlastig. Okay, wie kriege ich das jetzt auf? Oh, wow. Oh, das ist pappt anscheinend auch noch. Ui, boah, das ist ja ein klebrig. Boah, ist das Killer. Also, mein Gott, ich wünschte mir, ich hätte noch meine echten Zähne. Dann müsste ich mir keine Gedanken machen.
Also das wäre mal interessant. Oh. Ah ja, also gut, das reicht. Ich meine, ich komme jetzt nicht bis da runter. Wie man sieht, bleibt ordentlich Nougat hängen. Also, schauen wir mal. Jetzt wird's gefährlich. Ich weiß jetzt auch, warum das so ist. Da ist nicht Papier. Ihr wollt mich verarschen. Das klebt auf Papier. Ist das Esspapier? Ja. Es ist Esspapier. Da muss man auch erstmal draufkommen. Wie ich jetzt gerade. Ah, okay. Es ist so weich, dass es problemlos geht. Gut. Stimmt. Eine Haselnuss, die merkt man, die hat bisher dominiert. Also Erdbeer ist da oben noch relativ wenig. Man sollte nicht genau darauf beißen, wo die Nüsse sind. Die kann man dann mit dem Backenzähnen besser mahlen. Die sind aber auch nicht so hart. Also ich hätte süßer und intensiver eingeschätzt den Nougat. Das ist schon ganz gut. Es ist halt das Blöde, dass die Äpfel alle unten sind, weil ich muss noch bis dahin. Verdammt. Also süß, aber nicht exzessiv süß. Und irgendwie echt gerade. Ein bisschen Erdbeer schmeckt man schon. Aber nur ein bisschen, ne? Verdammt, das klebt schon ziemlich ordentlich. Also diese Plastikfolie ist eher sehr anhänglich. Jetzt. Gut. Wirklich, ich habe ein Video, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Da habe ich was zur Wahl für also Feder, das im Kühlschrank liegen zu lassen, auch mit Karamell und Schokolade. Da habe ich mir echt Sorgen gemacht, wie ich das runterbringe, ohne dass mir irgendwas eine Krone drin pappen bleibt. Das ist hier wirklich nicht. Es ist auch nicht sehr klebrig. Also schon ein wenig, aber man muss sich keine Sorgen machen, dass mein Mund nicht mehr auseinanderklickt. So. Jetzt landen wir an der Erdbeere. Jetzt wird es spannend. Doch, tatsächlich. Das habe ich ja, das reicht. Den Rest stehe ich mal auf für später. Wir haben nicht noch Abendessen vor heute, eigentlich. Keine Ahnung, wo man die findet. Im Supermarkt vermutlich. Ich habe nie bewusst nach sowas bisher mal geschaut. Bei Schokolade dürfte wohl auch nicht liegen, oder? Aber vielleicht doch. Also die Erdbeeren sind eher ein subtiler Geschmackstouch. Wobei natürlich hier, wie man sieht, kämen jetzt noch relativ viele. Also, doch, war gut. War erfreulich, stressfrei zu essen. Und hat auch nicht schlecht geschmeckt. Also es ist schon sehr, sehr süß. Ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man nicht gleich einen ganzen halben Riegel reinhaut. Aber egal, Vorführeffekt. Ja, war nicht schlecht. Danke, Tokio. Ich habe es also erfolgreich überstanden. War interessant und war gut. Bisschen süß. Jetzt im Nachgang kommt es hier ein bisschen so intensiv süß. Wie soll ich sagen? Magenbrennen ist der falsche Ausdruck. Man merkt halt ein bisschen. Jedenfalls, gut, was es kostet, auch keine Ahnung. Aber es war interessant. Und für mich. Und ja, für euch hoffentlich auch. Und damit. Dann danke nochmal an Tokio für das Schicken. Das war ein Fanpostkonsum.
Eating, Fanpost-Eating quasi. Ich muss ja abarbeiten, damit ich mal irgendwann in absehbarer Zeit an das Mega-Paket von Dominik mich hinmümpfen kann und trinken. Ist alles in Arbeit, wie man sieht. Kommen wir noch dazu. Aber jetzt, für heute reicht es erstmal. Und deswegen, bis dahin. Tschüss.